Am Tisch mit, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Beschäftigungstherapie sind und eigentlich nichts bringen, außer irgendwie, dass ich sagen kann, die waren jetzt aber sehr fleißig. Einen Veränderungswillen hatte und da wurden so geile Sachen geleistet. Freu dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Ja, herzlich willkommen und moin moin bei unserem Podcast Am Tisch mit. Für diejenigen, die jetzt enttäuscht sind, dass sie so eine brummelige Stimme hören, die nette Damenstimme von Saskia wird hier bald auch wieder erscheinen, aber wir wollen uns das so ein bisschen aufteilen und sie ist gerade ein wenig anderweitig beschäftigt, deswegen hoffe ich, ich schaffe es, die Lücke ein wenig zu schließen und habe mir dann gedacht, mit wem traust du dich, dieses Experiment einzugehen, und da fiel mir jemand ein, auch norddeutsche Kotterschnauze, mit dem kannst du offen sprechen und dann habe ich ihn gefragt und das ist Jan Fedder. Wer ihn nicht kennt, ich finde, er stellt sich am besten selber vor. Ich glaube, jeder aus der Bildungswelt wird ihn kennen. Jan Fedder in erster Linie ist Lehrer. So, wie viel da gerade so in der zeitlichen Rangfolge übergeblieben ist, oder wie, das weiß ich gerade gar nicht. Das würde ich ihn gerne fragen. Hallo Jan. Moin, Andreas. Ja, moin, guck mal, da geht mir schon das Herz auf. stell dich doch am besten einfach mal vor, wer bist denn du eigentlich? Ja, also ich bin Jan Fedder, das hast du ja schon gesagt. Und tatsächlich Lehrer in Niedersachsen an der Oberschule Bärenbostel. Aber nebenbei muss ich ja sagen, auch noch in der Schulentwicklung, in der Fortbildung tätig. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns ja auch schon auf diversen Veranstaltungen sind wir uns über den Weg gelaufen. Und das ist tatsächlich so das, wofür mein Herz schon viele Jahre schlägt. So das Schlagwort Schule im Wandel, also die Veränderung von Schule. Ja, das ist das, was mich viele Jahre beschäftigt und wo ich immer noch versuche, viel Herzblut reinzustecken. Okay. Ich möchte gleich mal starten. Ich verfolge dich auf so ziemlich allen Plattformen. Wir können gleich mal darüber sprechen, dass es mal eine Zeit lang anders war. Wir hatten auch unsere schwierigen Zeiten und ich bin umso glücklicher, wenn ich mit Menschen schwierige Zeiten hatte, dass ich dann irgendwann mit Menschen wieder beisammensitze und mit denen am gleichen Ziel und auch auf menschlich schöner Ebene arbeiten kann. Du hast neulich etwas gepostet, da dachte ich, ja, das trifft wie Arsch auf Eimer, ich muss es einfach so sagen. Da hast du, und ich gebe das jetzt ganz lose wieder, gesagt, es gibt Schulen, die, und das entdeckst du gerade bei deinen Fortbildungen auch, die gerade dazu übergehen, die Tablets, die angeschafft wurden, wieder in der Tasche zu verstauen, die Handschrift wieder nach vorne zu rufen, Tablets zu verbieten, Hausaufgaben nicht mehr freizustellen, egal wie die Kinder sie machen, sondern sie müssen sie analog machen und nach dem Credo, früher war alles besser. So, und wenn ich in die Schulen mir anschaue, in denen ich bin, sehe ich gerade auch eine fast furchterregende, beängstigende Tendenz in vielen Schulen, die genau in diese Richtung gehen. Wie erklärst du dir das? Also worauf basierte dein doch sehr frustriert, du hattest so ein frustriertes Bild, fand ich übrigens sehr geil, dachte ich, jawohl, da ist er in der Social-Media-Welt angekommen. Worauf fußt das? Ja, also da hast du schon auf jeden Fall richtig natürlich daraus gelesen, das war schon, frustriert, wütend, weiß nicht, fast nur mal zu übertrieben, aber irgendwo in diese Richtung, ne? Also wenn man schon sich so viele Jahre damit beschäftigt, wie man Schule verändern kann, wie Schule transformiert werden muss, mal abgesehen jetzt nur vom Digitalen. Und dann kriegt man halt sowas mit, wo du da halt denkst, okay, da sind jetzt schon Schulen unterwegs, die haben sich ja schon auch viele Jahre schwer getan, überhaupt mit der Entscheidung, jawohl, wir gehen jetzt auf Tablets, wir gehen jetzt in die 1:1-Ausstattung. Du weißt das ja selber, du bist ja da auch Pionier gewesen, was 1:1-Ausstattung angeht. Und dann denkst du so als jemand, der dann so Schulentwicklung begleitet, jawohl, jetzt kann was passieren, ne? Und dann kommt jetzt natürlich alles so vor diesem Hintergrund künstliche Intelligenz und KI und die schummeln jetzt alle die Kids und die machen da jetzt irgendwas mit, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Dann kommt so der erste Impuls, okay, dann verbieten wir das mal. Und damit existiert das nicht mehr. Also das ist ja so ein bisschen so Vogel-Strauß-Taktik, ne? Also wenn wir jetzt sagen, ihr müsst alles wieder handschriftlich machen und die Tablets bleiben in der Schule, in der Tasche. Also ich meine, dass die Eltern dann nicht auch an die Decke gehen, ne? Die zahlen da ja teilweise, was weiß ich, wie viel Hunderte von Euro für, mit Versicherungen und was alles so dazugehört. 100 habe ich bezahlt.
Ja, genau. Ich glaube, also für unsere Kinder haben wir ja auch Tablets angeschafft. Das liegt so bei auch 750 Euro oder so, was wir für jedes Kind da bezahlt haben. Und dann heißt es, also die bleiben jetzt in der Schule in der Tasche und jetzt wird nur noch per Hand geschrieben. Also es ist ja irgendwie schizophren, ne? Und das macht mich dann an der Stelle wirklich schon sauer, weil ich denke, das kann jetzt ja nicht die Antwort sein. Also bei allem Verständnis dafür, dass KI natürlich wirklich disruptiv wirkt und plötzlich man Dinge machen kann, von denen wir beide vor ein paar Jahren auch nicht gedacht hätten, dass das plötzlich so einfach geht, ist die Reaktion ja irgendwie verständlich, dass man sagen will, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, was machen jetzt meine Schüler da? Auf der anderen Seite ist dieser Weg natürlich wirklich echt wieder so ein Schritt zurück in die Vergangenheit, in die Zeit irgendwie vor Corona. Ne? Wir haben ja alle gedacht, so mit Corona, da ist dann ja wirklich nochmal so ein digitaler Boost passiert. Und jetzt machen wir alle wieder eine Rolle rückwärts. Und in dem Zusammenhang ist mir dann tatsächlich jetzt im Rahmen für einen Vortrag, den ich vor Eltern gehalten habe, habe ich das auch so ein Stück weit aufgegriffen. Und da ist mir dieses schöne Video, weiß nicht, ob du das kennst oder die Zuhörenden das kennen, dieses Video von diesem, das ist so ein YouTube-Clip über so eine Handschriftmaschine, also wo du quasi deinen digitalen Text reingibst und dann gibst du da den Roboter, wo der Stift eingeklemmt ist und dann kann ich mir noch eine Handschrift aussuchen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie die Kids zu Hause jetzt so eine Handschrift Maschine haben und ihre Hausaufgaben halt darauf ausfüllen und dann abgeben in der Schule und dann die Lehrerinnen und Lehrer sich auf die Schulter klopfen. Oh toll, guck mal, die können ja noch handschriftlich schreiben und Texte formulieren. Also ja, irgendwie eine wahnsinnig spannende Welt, aber manchmal dann auch ein bisschen frustig so. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen gehässig. Ne? Glaubst du nicht, dass eigentlich für viele die ganze KI-Welle nach dieser, ich sag mal, Corona-Notbetrieb, wir müssen jetzt irgendwas digital machen, Welle eigentlich ganz Handy kommt? Also die kommt doch eigentlich ganz gelegen, um hier ein ICE, der für viele ins Rollen gekommen ist während Corona. Ja, die Ausstattungen sind gekommen, die infrastrukturellen Veränderungen waren da. Die Not war so groß, dass jeder einen Veränderungswillen hatte und da wurden so geile Sachen geleistet. Hemdsärmlich, quatschiges. Jeder hat sich getraut, Blödsinn und Quatsch zu machen, ja. So, und irgendwie hat sich aber jeder auch in so eine, außerhalb seiner Komfortzone bewegt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, KI ist jetzt genau das, was einige gebraucht haben. So, damit kann ich nämlich die Überforderung ausrufen und erstmal die Handbremse ziehen. Oder ist es jetzt gemein, wenn ich das so sehe? Also ich weiß nicht, ob es gemein ist, aber es ist ja schon irgendwie auch realistisch, ne? Also ich meine, wir haben ja in so einem Kollegium einer Schule, wie das wahrscheinlich auch in, bin jetzt, arbeite nicht in einem Unternehmen, aber das wird es in einem Wirtschaftsunternehmen ja auch geben, gibt es natürlich immer Menschen, die ja die Bremser sind, ich will jetzt nicht sagen, die Radierer sind, aber schon auch gibt es natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die sich manchmal so, ach, Mensch, wäre doch auch schön, wenn es das Internet nicht mehr gibt, so nach dem Motto, ne? Und das gilt natürlich dann irgendwie auch wie KI. Ich finde dein Bild mit dem Zug eigentlich ganz gut, ne? Hier dieser, wie heißt denn dieser Song, der Zug hat keine Bremse, ne? So ein bisschen der Partygröhler, so ist ja ein bisschen mit KI. Also das Ding ist wahnsinnig beschleunigt, ne? Und das beschleunigt immer weiter. Und mir geht es doch manchmal auch so, dass ich das Gefühl habe, ich wünsche mir da auch mal irgendwie kurz eine Pause. Ich habe jetzt diese eine Neuerung gerade gecheckt und dann kommt einer daher und sagt, jetzt kann man irgendwie Podcasts mit KI generieren und wir beide müssen uns gar nicht mehr treffen. Wir können irgendwelche Texte da reingeben und dann entsteht irgendwie ein Podcast. Und genauso ist es mit Videos. Also das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite natürlich genau Wasser auf die Mühlen der Leute, die vorher schon im Kollegium saßen und sagen, ich hab's euch doch gesagt, ne? Jetzt müssen die Schüler gar nicht mehr selber denken und das Lernen, jetzt braucht keiner mehr irgendwas zu lernen, keiner braucht mehr irgendwas zu können. Und ich weiß das aus, zum Glück ist es in meinem Kollegium nicht so, aber ich weiß es natürlich aus anderen Schulen, dass dort diese ganzen Diskussionen, die schon vor der Einführung von Tablets oder digitalen Plattformen oder so waren, jetzt natürlich genau wiedergeführt werden. Und ich weiß es sogar aus näherer Umgebung, aus dem privaten Bereich, dass es dann auch wieder bei Gesamtkonferenzen dann plötzlich sowas wird wieder diskutiert. Mensch, wir haben doch entschieden, wir wollten die Tablets einführen in Jahrgang 7. Wollen wir das wirklich noch? Und dann gibt es wirklich wieder Kampfabstimmung und dann irgendwie mit 55% gerade so durchgewunken, dass die Tablets jetzt doch in 7 eingeführt werden und eben irgendwie nicht erst in 9. Und die Menschen, die da vorher schon viel für gekämpft haben und sich da eingesetzt werden und hochmotiviert waren, für die ist es natürlich dann genauso frustig wie jetzt für mich, dies, als ich das von der Schule mitbekommen habe, da von der anderen Schule, die das alles wieder rückgängig machen wollen. Ja, ich weiß, also ich kann auch gar nicht sagen, wie geht das jetzt weiter, ne? Wie geht die Entwicklung da weiter, aber ich merke halt, dass diese Grabenkämpfe in den Kollegium sich wieder auftun und wir eigentlich ja von dem ablenken, worum es geht. Also ich denke mal, dir genauso wie mir und alle, die irgendwie
unterwegs sind und engagiert sind für Schulentwicklung. Uns ging es doch gar nicht in erster Linie darum zu sagen, wir wollen, dass jedes Kind ein Tablet hat und dann darauf mit einem krokeligen Finger irgendwie eine PDF-Datei oder so ausfüllt und das ist dann ja, die... Vor zehn Jahren habe ich das propagiert. Ja, ja, okay, so fing es ja mal an mit den Klickkursen. Ich weiß das ja auch, ne? Ich habe auch Lehrern und Lehrern gezeigt, wie man beim Book Creator mit dem Plus-Symbol ein Foto einfügen kann, ne? Und seit vielen Jahren sage ich schon, nee, ich mache sowas nicht mehr. Ich möchte auch selber solche Workshops nicht mehr machen, weil davon, da gibt es so viel da draußen und da gibt es so viel bei YouTube und Erklärvideos und so. Wir müssen doch eigentlich darüber hinweg sein, über diese Schwelle. Aber diese ganze Diskussion zeigt mir nie, irgendwie haben wir es irgendwie doch nicht überwunden. Und dieses kurzzeitige, wie du gesagt hast, so raus aus der Komfortzone, ja, man ist dann wahrscheinlich auch wieder froh, wenn man wieder in seine Komfortzone zurückkommt. Also auch menschlich ja irgendwie, ne? Absolut. Und das ist auch, weißt du, wenn ich da so manchmal ein bisschen ketzerisch irgendwie drüber spreche. Nein, ich finde es absolut menschlich und ich finde es auch nachvollziehbar. Was ich mich immer frage ist, was hätten die Schulen benötigt und auch du, ich bin jetzt kein Lehrer mehr, aber ich wahrscheinlich hätte es auch gebraucht, um zu gucken, was brauchen Schulen jetzt für mich als jemand, der Angebote an Schulen richtet, den hat es auch überrollt. Also das letzte Jahr war der große KI-Hype, jo, das ist jetzt, läuft nur noch KI, dass aber so wieder ein neues Thema aufgemacht wurde. Weißt du, KI, Tablet, gesunde Haltung, Fake News, was haben wir noch, BNE, weißt du, das sind alles so Baustellen, die immer separiert gesehen werden. Ne? Ja. Und ich frag mich immer, was hätten die Schulen benötigt und welche Unterstützung von uns auch, von dir, von mir, von vielen anderen, hätten die Schulen gebraucht, um diesen Sprung aus dieser Überforderungsphase von Corona in ein To-Do, in ein ehrliches, also nicht ein geiles Konzept schreiben, sieht wieder super aus, Fördergelder beantragen, geil, wir haben ein neues, wir haben jetzt einen 3D-Plotter oder so. Ja. Oder eine Stitching Machine oder so. Also oder eine VR-Brille. Also was hätten die gebraucht? Das frage ich mich wirklich. Ja, das ist natürlich schon so eine Königsfrage, ne? Weil das ja auch zukünftig die Zukunft betrifft. Wie wollen wir jetzt mit Schulentwicklung weitermachen? Wie wollen wir die Menschen vor Ort unterstützen, ne? Also erstmal gebe ich dir recht, ist das natürlich auch eine Überforderung, weil man das Gefühl hat, es kommt immer on top, ne? Und wenn wir jetzt drüber sprechen dann haben wir die Geräte eingeführt, dann haben wir eine neue digitale Plattform eingeführt. Bei uns an der Schule ist das zum Beispiel gerade wieder so. Wir sind ja nun auch sehr digital unterwegs, von Klasse 5 bis 10 komplett 1:1 Ausstattung schon seit vielen Jahren und arbeiten auch mit unterschiedlichen Plattformen. Und jetzt sind wir dieses Jahr dahergegangen, haben dem Kollegium gesagt, jetzt wechseln wir mal wieder unsere Plattform und arbeiten mit einem anderen Lernmanagementsystem. Und dann haben die Menschen auch wieder das Gefühl, jetzt habe ich mich gerade irgendwie eingerichtet, weiß, wie das funktioniert. Jetzt kommen Fedder und Co. wieder daher und sagen, jetzt muss es wieder was anderes sein. Ne? Haben wir uns auch echt schwer getan damit. Und es kommt immer on top. Und abgesehen von diesem ganzen Digitalen, ist ja auch dieses große Thema Inklusion an so einer Schule wie bei mir ja auch ein Riesenthema. Das kam ja irgendwie gefühlt auch alles on top. Ich habe das nicht gelernt in meinem Studium. Und dann hat man da irgendwie so ein Inklusionstag gehabt im Studienseminar oder so und dann bin ich plötzlich Förderschullehrer. Das ist ja Quatsch, ne? Also das kommt alles on top und Lehrkräftemangel, Vertretungsunterricht, also ich will jetzt hier nicht nur Probleme aufzählen, das wollen wir ja beide nicht, ne? Sondern irgendwie nach Lösungen gucken. Ich will nur noch mal zeichnen, dass der Berg natürlich unheimlich groß ist und eigentlich und ehrlich wäre ja zu sagen, das geht nicht, also es geht nicht alles noch on top. Ich war mal vor vielen Jahren zu Besuch bei der Bewegten Schule in Hannover und der Schulleiter hat das dann auch irgendwie so skizziert, ne, wie so ein Fass, was überläuft und hat dann gesagt so, wenn etwas Neues dazukommt, dann können wir einfach sagen, das geht nicht mehr, es geht nur, wenn wir vorher irgendwo Wasser ablassen aus diesem Tank. Also wir müssen irgendwas anderes weglassen. Und im Grunde bietet ja die Digitalität oder Digitalisierung, wie auch immer du das jetzt nennen willst, und KI und alles, was damit, bietet ja auch die Möglichkeit, wenn wir mutig sind, zu sagen, wir müssen an bestimmten Stellen was weglassen. Also ich bin ja immer, mache mich da ja manchmal auch unbeliebt, wenn ich dann an bestimmte Schulformen gehe für so einen Vortrag und sage, eigentlich müssen doch 50% aus dem Lehrplan müssen doch raus. All das, was wir da machen, von dem wir auch in Studien wissen, weiß sowieso keiner mehr. Auf Schulform geht sowas schon mal gar nicht, Herr Fedder. Wo geht das nicht? Das geht vielleicht in Ihrer Schulform. Ja, ja, genau. Ja. Und dann die Eltern. Und was sagen die Eltern? Und früher ging das doch auch und so. Ja, aber jetzt sind wir wieder so in dieser. Also ich glaube, man muss natürlich schon irgendwie gucken. Das Ganze kann nicht on top kommen, sondern es muss irgendwie integrativ funktionieren. Und es wird ja, im Moment gibt es ja auch so eine kleine Welle, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, wo dann so ein bisschen natürlich auch KI kritisiert wird, auch zu Recht, das ist ja nicht alles jetzt irgendwie toll und die Lösung für alles, ist klar, aber so ein bisschen kritisiert wird, dass Lehrerinnen und Lehrer jetzt dahergehen
und ihren Unterricht mit KI so vorbereiten. Ne? Und dann sagen so, jetzt geben sie da irgendwie ein YouTube-Video ein und dann wandelt die KI das um und baut mir gleich einen Lückentext mit Lösung und ein Arbeitsblatt fertig und ich kann das einsetzen. Und dann wird das so kritisiert, weil es im Grunde ja nichts verbessert und irgendwie auch wieder so eine rückschrittige Pädagogik ist. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sehen, okay, wenn ich jetzt hier vielleicht in der Unterrichtsvorbereitung eine Arbeitserleichterung erfahre und tatsächlich mal spüre, ah, hier geht etwas schneller, ich kann den Text differenzieren, Stichwort Inklusion, irgendwie auf 3, 4 Niveaustufen und das, dafür brauchte ich früher 3 Stunden, das kann ich jetzt irgendwie in 5 Minuten machen, dann ergeben sich ja neue Zeitfenster, um mich gegebenenfalls auf das Neue einzulassen. Also ich glaube, wir brauchen schon immer irgendwie beides. Ne? Es gibt ja nicht schwarz und weiß, sondern wir brauchen immer das sowohl als auch und nicht immer nur entweder oder. Ja, das wird ja in Schulentwicklungen und in Diskussionen immer gemacht. Ja, sollen die jetzt das dann gar nicht mehr? Und dann sage ich mal, doch, auch. Also wir brauchen ja beides, die sollen weiterhin auf dem Baum klettern dürfen, so, ne, ist ja immer dieses, sollen die sich jetzt gar nicht mehr bewegen und nur noch vom Bildschirm hängen? Doch, die sollen sich auch bewegen, aber die brauchen Medienbildung ja trotzdem auch. Also das ist ja in dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Und da müssen wir natürlich irgendwie Lösungen finden, wie können wir auf der einen Seite für Entlastung sorgen, damit überhaupt Kapazitäten frei werden, sich damit zu befassen. Und auf der anderen Seite brauchen Schulen einfach Begleitung. Also die brauchen Menschen von außerhalb, wie du das jetzt darstellst, sage ich mal, als ehemaliger Lehrer oder vielleicht auch von Menschen wie mir, die neue Wege an ihren Schulen gehen, die einfach aufzeigen, Mensch, Leute, das haben wir jetzt gemacht, das haben wir ausprobiert. Und ich bin ja dann in solchen Veranstaltungen auch immer Fan von, ich sage dann immer, 100% Ehrlichkeit habe ich so ein bisschen übernommen von meinem Schulleiter und sage auch, Leute, ihr glaubt doch nicht, dass das bei uns alles immer funktioniert und dass das Kollegium immer nur zufrieden ist, nur weil wir jetzt einen Friday haben oder themenorientiert arbeiten. Nein, da gibt es noch 1000 Baustellen, ja. Aber der Weg lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, lohnt sich, weil dann am Ende bestenfalls mehr für mich rauskommt, aber vor allen Dingen natürlich auch für die Kids. Letztlich machen wir das ja alles für die, ne? Weißt du, wo ich immer lachen muss, ist bei dieser Diskussion, die gerade entsteht. Ich bin, also mich überfordert vieles von KI. Also ich habe da auch gar nicht die Zeit und die Muße, mich jetzt in dieses Podcast-Ding da rein zu friemeln, das gerade irgendwie durchgehypt wird und so. Können andere machen, weißt du, ist wie vor 15 Jahren, als eine App rauskam, können andere gucken, in einem Jahr ist die eh aufgekauft oder irgendwo integriert. Also da bin ich mittlerweile relativ entspannt und gucke mir die Bewegung an. Was ich aber witzig finde, ist, es ist ja genau dasselbe. Kennst du noch Hot Potato? Bist du schon so alt, dass du Hot Potato kennst? Okay, Entschuldigung. So. Ich bin so alt. Weißt du noch, was das für ein Gegurke war, Hot Potato bei sich in das Office-Paket reinzufriemeln und dann hast du es bezahlt und dann hast du Tauschbörsen for Teachers, mit denen arbeite ich eng zusammen, aber es ist so ein Dinosaurier in der Denke. Letztlich ist ja das, was wir immer benutzt haben, nämlich Material von anderen Menschen. Wie oft habe ich Arbeitsblätter von 4Teachers von anderen Plattformen genommen, damals ausgeschnitten, zusammengeklebt und mein draus gemacht. Ja. So, deswegen verstehe ich das nicht, dass es irgendwen geben kann, der für solche Tools, die einfach nur das machen, was du vor 15 Jahren mit Prittkleber und Schere gemacht hast, irgendwann dann mit deinem Office-Paket, wie man das erstmal ablehnen kann. Also diese Angst vor etwas Neuem ist für mich nicht nachvollziehbar, ist aber auch okay, wir sind alle anders. Aber ich merke gerade, dass die Schere mittlerweile in den Kollegien so unfassbar groß ist zwischen den Fedders und Co., die das jetzt seit 15 oder 10 Jahren machen, sich weiterentwickelt haben, Freude darin gesehen haben und denen das seit 10 Jahren Panik macht. Ja, ja, zumal ja KI diese Schere halt noch größer werden lässt. Ne? Ich wollte gerade sagen, und jetzt kommt der Endgegner, KI. Ja. Ja. Das ist für mich wirklich so absoluter Endgegner für einige, wo ich dann auch merke, da fallen gerade die Rollos reihenweise runter, weil die sagen, tut mir leid, ich bin immer noch dabei, damit zu kämpfen, wie ich mein iPad ankriege oder mein Tablet ankriege oder wie ich das sinnvoll in den Unterricht integriert kriege. Ja. Glaubst du, und das ist für mich auch eine ganz spannende Frage, weil ich ja jetzt mehr so in diesem, ich glaube, ich bin mehr in den Marketing-Dingen mittlerweile unterwegs als im Pädagogik-Ding, ja, was mich gerade selber ein bisschen stresst, da muss ich nochmal wieder dran arbeiten. Ist für dich KI wirklich so
so effektiv für uns als Lehrkräfte? Ich sag mal für uns, ich bin erst seit dem 1.1. offiziell raus, deswegen gefühlt einer von euch. Heftest du dir das noch an? Ja. Irgendwie, absolut. Hier hängt auch die Verbeamtungsurkunde und der also, hängt ja ein. Oder ist es auch ein ganz großer Marketingstand? Also haben sich da nicht jetzt auch Leute draufgesetzt, um sich die Idee, das Neue zu promoten? Marketing. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wieder so ein Stück weit, ja, es ist auch wieder beides, ne? Also natürlich gibt es jetzt, wenn ich jetzt, ich greife jetzt immer wieder dieses Thema der Differenzierung, weil es halt so schön greifbar ist. Also ich habe ja an meiner Schule sind fast 30% der Kinder haben einen Förderbedarf, ne? Dann hast du vielleicht nochmal so im Schnitt 20% der Kids aus dem DATS-Bereich, das heißt, die unsere Sprache gar nicht sprechen. Und das ist ja eine riesen Herausforderung. Also in diesem Setting, was ich da habe, ich konnte schon ja früher gar nicht in diesen Klassenraum gehen und sagen, jetzt schlagt mal alle Seite 65 auf und rechnet Nummer 3. Und wenn das Menschen gemacht haben, meine These, dann haben sie sich eingebildet, dass das funktioniert, weil nachher der Klassenbeste in der Sicherungsphase, ne, die so ganz wichtig ist, ich darf das sagen, ich war ja 11 Jahre in der Lehrerausbildung, dann hat der beste Schüler das zusammengefasst und dann konnte er checken, ne, haben doch alle verstanden. Das war doch da auch schon. Also das heißt, dieses Setting hat ja so auch nicht funktioniert. Ich muss irgendwie in diese Differenzierung reingehen, an diese Heterogenität. Und da sehe ich schon große Vorteile, die mir da KI helfen kann, irgendeinen Text jetzt, was weiß ich, fällt jetzt gerade nichts ein, sollen den Text über die Stadt gab's, ne, in der ich lebe, und dann kann ich sagen, Mensch, benutze 250 Wörter und eine gewisse Anzahl von Fremdwörtern und erkläre darunter die Fremdwörter. Und dann im nächsten Text sage ich, benutze keine Fremdwörter und nur 100 Wörter. Oder benutze einfache Sprache für den Grundschüler, weil ich in meinem Klassenraum jemanden mit Down-Syndrom habe, der geistige Entwicklung als Schwerpunkt hat und niemals den Zahlenraum über 10 rübergehen wird. Und da, das sind natürlich so Instrumente. Wenn es dann nachher nur darum geht, wieder das in eine KI einzuschieben und die gestaltet dann mit Canva, gibt es jetzt ja auch eine AI drin, ne? Die macht dann das Arbeitsblatt dann wieder schön. Also wenn das immer nur wieder so eine Oberflächenstruktur ist, ich sag mal so, die jetzt da, ja, setze ich mich so in die Nessel, ne? Die Edukisierung der Bildung, ne? Also so als Lehrermarktplatz-Nachfolger ist das ja auch so, wo manche ja diesen schönen verkaufen, Lehrerinnen und Lehrer verkaufen dann für 1 Euro PDFs an die anderen Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist so irgendwie dann, der eine macht es dann noch schicker und da ist noch irgendwie ein schönes Männchen drauf und so. Das ist ja letztlich dann nicht der Schlüssel, um irgendwas zu verändern. Das sieht dann halt irgendwie schön aus, aber was steckt dann da so dahinter? Und dann kommst du natürlich wieder schnell von Höckchen auf Stöckchen. Aber natürlich satteln jetzt Menschen drauf und es gibt die nächste KI-Anwendung und die kann das noch und dann gibt es spannende Sachen. Ich denke, das wirst du ja auch kennen von dem Henrik Haferkamp, das Fiete AI. Ne? Also das sind natürlich auch natürlich ganz neue Möglichkeiten, bin jetzt kein Deutschkollege, aber wo Schülerinnen und Schüler so Texte schreiben und dann können sich die Kids ein einzelnes Feedback holen. Das kannst du doch als Lehrer gar nicht oder als Lehrerin. Wenn du da 30 People hast, mal ganz ehrlich, hast du dir früher dann, hast du dann alle Texte eingesammelt, zu Hause jedem ein Feedback drunter geschrieben, alles markiert und zurückgegeben. Ja, und ich war da schon ein bisschen anders als ihr alle. Ne? Also ich war da schon ein bisschen fleißiger als alle. Das ist ja nicht machbar. Ich hatte, meine größte Klasse war 33 Kinder. Also ja, ich war, die alle ja im Raum geblieben sind. Genau, ne? Und wenn da alle wieder rausgekommen sind, leben. War nicht die Herausforderung. Ja, also das sind natürlich irgendwie Tools, die dann schon helfen, aber du, am Ende sind wir beide, jetzt gehen wir ja schon wieder in dieselbe Richtung, ne? Dann bist du am Ende natürlich auch wieder bei so einer Toolifizierung, ne? Und dann gibt es für jedes, was man irgendwie als Lehrer machen muss, gibt es dann ein Tool und dann wieder noch ein Tool. Und dann drehen wir uns irgendwie im Kreis, weil, wie du schon gesagt hast, die da schon länger unterwegs sind, so mit vor KI, ne? Die kennen das ja auch schon, ne? Also dann, ich weiß nicht, du hast die Phasen ja auch miterlebt, irgendwann war ja alles nur noch Padlet, ne? Das war dann die Padletisierung der Bildung, ne? Jeder hat für alles ein Padlet und dann gab es ein Padlet für Padlets und dann kam irgendwann Taskcard, ne? Und dann spielen wir wieder durch. Dann gibt es eine Taskcard mit Taskcards, die auf andere Taskcards verweist, wo eine Taskcard-Sammlung ist. Ich überspitze jetzt. Nee, das genauso sieht es aus. Und dann, was ist dann wieder der nächste Nachfolger? Und so ähnlich spielen wir das Spiel ja wieder auch bei KI mit und es lenkt dann natürlich irgendwie davon ab, worum es eigentlich geht, nämlich um die Frage, was soll an Schulen gelernt werden, wie soll gelernt werden, wo soll gelernt werden, also alle diese Dimension, die dann wirklich neue Lernformate die einbringen, das ist natürlich alles viel mehr, als ich in so einem Canva-Arbeitsblatt darstellen kann. Und das ist natürlich auch anstrengend, weil ich das oft nicht alleine nur machen kann, sondern weil ich irgendwie das Kollegium brauche. Und das sind dann so meines Erachtens die echten Herausforderungen. Aber klar, KI bleibt eine Herausforderung. Und wenn ich, letzter Satz dazu, wenn ich dann irgendwie jetzt wie gerade war, so ein Vortrag,
den habe ich ja immer diesen, ja, so catchy Titel braucht man dann ja, ne, so zwischen KI und Kreidestaub, Schule, was nun? Und dann steht da das fette Fragezeichen am Ende und dann sage ich auch gleich schon zu Beginn, das Fragezeichen wird am Ende des Vortrags nicht kleiner. Also dann wird so erwartet, ich gebe jetzt die Antworten. Und dann hatte ich letztes Mal, gab es dann so eine Diskussion im Anschluss von den Teilnehmenden, fand ich auch super. Und dann hat jemand gesagt, ja, also jetzt eine Dreiviertelstunde später nach meinem Anfang, ja, also irgendwie weiß ich nicht, jetzt habe ich noch mehr Fragezeichen im Kopf und ich bin irgendwie ganz aufgewühlt. Und dann denke ich so innerlich, ja, ich habe es gesagt, also weil ich jetzt dir nicht sagen kann, so, jetzt machen wir das so und jetzt machen wir alle KI und dann funktioniert das und dann wird das alles toll. So, das eben auszuhalten, für Menschen, die ja diesen Beruf auch ergriffen haben, aus gewissen Sicherheitsaspekten, weil irgendwie klar ist, wie das abläuft, kenne ich ja schon aus der Schule, ne? Kenne ich aus der Uni und dann bin ich verbeamtet und so. Und das sind jetzt ja nicht unbedingt dieselben Typen, die ein Startup gründen. Und da kann man übrigens in dem schönen Buch von Martin Lindner, es liegt sogar hier auf meinem Schreibtisch, du wirst es mir nicht glauben, Andreas, ich halte es jetzt hoch, die Bildung und das Netz von Martin Lindner, schon ein paar Jahre alt, da schreibt er auf einer Seite, warum Lehrerinnen und Lehrer Lehrer werden, weil die das so ein Stück weit ja wieder zurückzieht in diese Welt der Sicherheit und plötzlich ist das eben nicht mehr sicher. Und dann, jetzt schließt sich der Kreis, kommen dann diese Impulse zu sagen, wir verbieten jetzt wieder Tablets, wir wollen jetzt nur noch Handschrift, nichts darf mehr digital gearbeitet werden und wer längere, jetzt der letzte Satz nach dem letzten Satz, im letzten Satz, du musst mich stoppen, ne? Ja. Der kommt ja dann, wer wirklich meinen Text erarbeitet hat, bearbeitet hat, eine Wiederholungsschleife macht, ah, da will ich was tauschen, der macht das doch nicht mit Stift und Zettel. Die Passage, die will ich da reinkopieren, da oben reinsetzen, das weiß doch jeder von uns, dass das so gar nicht funktioniert und so echte Revisionsarbeit oder wie das heißt, wenn man so einen Text bearbeitet, wie gesagt, kein Deutschlehrer, das macht doch kein Mensch mehr mit Stift und Zettel. So, das ist einfach dann nur der Wunsch an irgendwelche Glückseligkeitszeiten. Ich finde, du hast ja gerade auch schon was angedeutet, was ich ganz, ganz entscheidend finde gerade. Dieses, ich muss das alleine schaffen, ist natürlich ein Haufen Quatsch. Das musste nie einer alleine schaffen. Wir sind so groß geworden, wir sitzen alleine vorm Schreibtisch, wir machen alleine unsere Ausbildung, wir machen alleine das Referendariat und dann machen wir alleine. Und das war mein Glück war, ich hatte eine Integrationsklasse, hieß früher noch I-Klasse, mhm, und hatte immer die Tür auf, da waren Sonderpädagogen drin, da war alles Mögliche, lief da rum an Personal und Hilfe. Ich habe das nie so gelebt, dieses Tür zumachen. Das war mein, ich glaube, in meiner Entwicklung als Lehrer ein ganz großer Vorteil, dass ich da so reingeplumpst bin quasi. So dieses alleine, ich habe immer in den letzten Jahren, wenn ich Lehrerinnen und Lehrer hatte und denen sagen wollte, irgendwie, pass auf, du musst nicht jedes Tool kennen. Ja, und du musst auch nicht alles durchexerzieren und du musst auch nicht alles selber erstellen. Da draußen gibt es alles. Es gibt die Nutzerordnung für Tablets in der Realschule, in der Oberschule. Die gibt es, die ist schon tausendmal geschrieben und trotzdem schreibt eine Schule sie neu. Und weißt du, was jetzt, sorry, dass ich dich unterbreche, ne, aber weißt du, was jetzt ja dann dem Ganzen die Krone aufsetzt, ist dann ja diese Nummer mit den ChatGPT-Leitfäden. Das ist ja genau dasselbe in groß, ne, 16 Bundesländer und jedes Bundesland schreibt einen eigenen Leitfaden. Was kostet das an Geld, Zeit, personelle Ressourcen? Es gilt doch für alle dieselbe Datenschutzgrundverordnung sowieso in Europa. Also das kann doch in Hamburg nicht anders sein als in Niedersachsen. Also und im Kleinen, wie du schon sagst, setzt sich das dann eben in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer fort. Genau dasselbe, ne? Ist genau dasselbe. Es wird ja immer so vorgelebt. Also wir warten auf die Verordnung des Landes Niedersachsens und gucken dann nach Brandenburg. Oh, Brandenburg war wieder die Erste. Oh, guck mal, Baden-Württemberg hat auch schon was. Ja, wieder mal mein Dienst hier versagt. Also das ist ja eine Denke, die ist ja überall so. Man ist immer irgendwie zerklüftet und isoliert ein bisschen. So, und ich habe jahrelang, und das hast du ja auch, und da sind wir auch, was heißt groß geworden, aber groß geworden im Sinne von erwachsen geworden. Hast du ja auch viel mit Twitter gemacht, jetzt X, ja, unsäglich geworden und auch tot, also für mich in der Lehrerwelt tot. Dann gibt es Mastodon, ja, ideologisch schon ganz schön vorgeprägt, aber fein, wenn man es mag. Dann gibt es Blue Sky, dann gibt es dit und dat. Und ich weiß nicht mehr, wie ich Menschen sagen kann, weißt du was, ihr findet Hilfe dort und dort. Wie machst du das jetzt? Also ich weiß nicht mehr, worauf ich verweisen soll, weil auch das, auch Social Media, ist genauso zerklüftet wie die Lehrerzimmer, wie die regionalen Schulen. Ja. Hast du gerade so eine Taktik, die ich mir abgucken kann, wo du die Menschen hinleitest, um Hilfe zu finden? Vernetzung? Nein. Auch nicht. Ja, also die Langantwort ist ja,
Also mir geht es da, glaube ich, genau wie dir. Ich bin aber, was so Social Media dann, oder auch so Twitter-Lehrerzimmer, war ich ja eher so ein Spätzünder. Ich war früher so viel auf Facebook und dann war ich genervt von Social Media. Und also ich kenne ja noch so StudiVZ und den ganzen Krams. Jetzt lassen wir das mit den alten Männer-Talk. Ne? Und dann war ich die ganze Zeit lang raus, hab eine unheimliche Vernetzungsmaschine gefunden im Twitter-Lehrerzimmer. Das war echt für mich und meine Arbeit und was ich machen wollte, so ein Boost. Und ich glaube, für viele dann damals noch mit dem Ad-Chat und was es nicht alles gab. Erst noch war ich passiv dabei, dann auch gemerkt, oh, man hat auch vielleicht aktiv eine Stimme. Das kennen wir ja noch. Da haben wir dann uns ja auch in so manchen Konflikt reingewagt und dann ist es vielleicht auch mal eskaliert und so. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was eben alles ist im Fluss, ne? Alles verändert sich, alles volatil, alles beschleunigt. Und jetzt sind wir alles wieder so digitale Nomaden, waren da vielleicht schon immer irgendwie so, die weiterziehen. Und man sucht, also Veränderungskompetenz ist jetzt auch wieder gefragt. Also auch für diese vermeintlichen Pioniere oder Vorreiter oder wie auch immer, die sich da irgendwo das gemütlich gemacht haben, sind jetzt die ganzen Plattformen, die du da aufgezählt hast, ne? Dann kommt noch Insta und Threads und LinkedIn und was es nicht alles gibt. Und ich finde es jetzt auch wahnsinnig schwierig. Ich habe früher ja Fortbildung gegeben, auch noch im Rahmen für Veranstaltungen bei dir, ja, wo ich immer so vom Einzelkämpfer zum Teamplayer im World Wide Web und dann habe ich zum Beispiel das Twitter-Lehrerzimmer vorgestellt oder Blogbeiträge oder sowas, was es gibt. Ja, aber erstmal macht es jetzt noch viel mehr Arbeit. Also jetzt muss seinem Kollegen auch wieder sagen, ja Leute, das ist halt auch anstrengend, diese Vernetzung. Es gibt diese Plattform noch immer noch, aber die Leute sind halt überall hin verstreut. Ne? Und wie du schon sagst, X ist tatsächlich tot, wenn man das so sagen kann, was jetzt so Schule angeht und Bildung, finde ich. Ne? Null Resonanz. Also es ist wirklich, ich habe von früher dann auch, 5.500 Menschen, ich glaube, du hattest mal 15 oder so, keine Ahnung. Du schreibst, null Resonanz. Ja. Null. Das finde ich irre, wie das gestorben ist. Also ja, und deshalb ist es da, glaube ich, sich in diesem Dschungel dann zurechtzufinden. Und Insta setzt ja wieder auf eine ganz andere Struktur. Ne? Also es lebt dann ja vielmehr eben auch von Bildern und dann so ein bisschen wieder auch Richtung so Material, ne? Und was ich jetzt erstellt habe und hier ist mein neues Eduki-Set und so. Und diese ganzen Sachen, Entschuldigung, ich will jetzt nicht das Insta-Lehrerzimmer angreifen. Also da gibt es natürlich auch solche und solche. Aber ich glaube, jeder muss das ja für sich gucken, was da passt. Du hast schon bei dir gesagt, nee, Mastodon ist irgendwie nicht so deins. Dasselbe habe ich auch festgestellt. Und dann gibt es vielleicht wieder ein anderes Netzwerk. Jetzt mit LinkedIn habe ich auch immer jahrelang unterschätzt. Finde ich so inhaltlich gerade irgendwie am produktivsten. Aber ist natürlich auch, wie immer, Social Media auch irgendwie eine Selbstdarstellungsplattform, wo es manchmal weniger um Resonanz geht, wie du sagst, sondern eher um hier, das habe ich gerade gemacht. Ne? Ja. Ich meine, das Game spiele ich ja irgendwie auch mit. Und ich glaube, also Social Media ist ja auch nichts Verwerfliches. Also ja, genau. Aber ich denke, die wir im Kollegium so kriegen wollten, ne? Also mit diesem Vernetzungsgedanken und so, für die wird das natürlich jetzt noch schwieriger, die davon zu überzeugen, weil ich denen gar nicht mehr so richtig sagen kann, wenn die mich jetzt fragen würden, ja, Jan, wo würdest du dich denn jetzt anmelden? Ja, was antworte ich jetzt? War schwierig, ne? Ich kann momentan keine Plattform empfehlen für jemanden, der neu dazukommt. Ja, also es sind dann ja die alten Hasen, die sich so dann überall. Und ich finde ehrlich gesagt auch dieses Cross-Posting, ne? Also dass man jetzt so das innerliche Gefühl auch manchmal hat, jetzt habe ich das bei X geschrieben oder X und dann muss ich es auch noch bei Thread posten und dann brauche ich noch ein Bild dahinter für Insta. Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend und eigentlich ja wieder mehr Zeitfresser, als dass es mir was bringt. Ne? Und diese Vernetzung, die wir damals so erlebt haben, die war ja, wie gesagt, eigentlich eher ein Beschleuniger für Ideen und Impulse und nicht noch irgendwie so ein Klotz am Bein. Ne? Ja, total. Also was da ja natürlich auch unglaublich gut gelebt wurde, war Konflikte. Also nicht immer gut, ja, aber menschlich. Also einfach menschlich. Da gab es Gräben, da gab es Allianzen, da gab es teilweise zeitgestaffelte Angriffe auf jemanden. Hast du auch mal ein paar Mal Dresche gekriegt von Leuten. Also ganz natürliche, zum Teil alberne Kindergärtengräben, aber letztlich ein Austausch. Ja. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite fehlt es mir sehr, weil ich es geliebt habe, dahin zu gehen und zu wissen, die ganzen Typen und Damen, die ich mag, nicht mag, da hole ich mir Gänsehaut, ja, weil der nervt mich gerade. Also man hat sich auch so wunderschön da reingestellt. Man war einfach emotional Teil dessen. Weißt du? Und das fehlt mir. Diese Emotionalität in Social Media habe ich verloren. Und die Heimat irgendwie. Ja, fühle ich sehr und ist natürlich auch so diese Effekte, die dann Hauke Pöhlert, kennst du ja auch, der ist ja auch mega aktiv. Das ist so witzig, weil wir haben auch schon ein paar Mal telefoniert und so Nachrichten geschrieben und keine Ahnung. Aber wir haben uns tatsächlich irgendwie festgestellt, wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen. Selbst bei der letzten Mollol war ich an dem einen Tag da und er an dem anderen. Da haben wir uns wieder verpasst. Aber man hat ja trotzdem das Gefühl, man kennt diese Leute oder man trifft die dann das erste Mal bei einer Veranstaltung und hat so das Gefühl, ja, irgendwie kennen wir uns schon ewig. Und man hat auch sofort gar keine Berührungsängste. So, und dann fällt man so fest, irgendwie sehen wir uns heute das erste Mal. Ne? Also es ist ja dann irgendwie auch crazy und das
fühle ich deshalb auch, was du sagst, das geht dann natürlich ein Stück weit verloren. Und es ist natürlich noch, wie sagt man jetzt, umso schader. Ja, also noch ärgerlicher, weil das war ja so der Brückenschlag, den du geliefert hast, Lehrer und Lehrer ja auch Teamplayer sein müssen. Also das funktioniert ja nicht mehr mit dieser Tür so zu, ne? Und jeder macht so sein, also an manchen Schulen mag das funktionieren. Bei uns ist es eher so, wie du das auch erlebt hast, alle Türen sind offen, man arbeitet gemeinsam und wir arbeiten ja in unserer Schule mit diesem Prinzip des Theos, also diesem themenorientierten Unterricht, wo es ein Oberthema gibt und alle Fächer haben sich zugeordnet. Das heißt, der gesamte Unterricht wird ja auch schon gemeinsam vorbereitet. Und was meinst du, was das für eine krasse Erfahrung war? Also mit, bereite mal Unterricht vor mit 8 bis 14 Lehrern und Lehrern aus verschiedenen Fachrichtungen. Also, und der KI. Das war noch vor KI, als wir damit begonnen haben, so 20, und jetzt kommt KI noch irgendwie obendrauf, ne? Und das ist also auch schon mega krass, weil du natürlich siehst, was jeder für unterschiedliche Ansätze hast, und dann sagt der eine, oh, jetzt soll ich dein Material benutzen, ne? So dass irgendwie jeder denkt, er kann dann immer noch da was draufsetzen, hat noch die Idee, und da haben wir auch richtig große Reibungsprozesse an unserer Schule erlebt. Manche, die auch leider noch so nachheilen, das gehört irgendwie dazu, aber ist natürlich ein, wahnsinnig toll, also wenn ich jetzt so für mich und meiner Schule aus dem Nähkästchen plaudere, es gibt ja bei mir Tage und Wochen, ich bereite keinen Unterricht mehr vor, weil das andere für dieses Projekt, für dieses sechswöchige Projekt für mich gemacht haben. Ich meine, wie krass ist das? Irgendwie haben wir doch davon vor Jahren schon irgendwie geträumt, ne? Haben wir immer für geworben. Leute, ihr müsst eure ganzen Sachen nur bei iSurf ablegen, ne? In den Ordner, so hieß das ja immer in Niedersachsen. Und dann kann der Kollege, der Nächste, der das macht, ja klar, weiß ja, wie das geklappt hat, ne? Und dann findet einer, hat das nicht gemacht. Mit dem Klausurenordner im Lehrerzimmer. Ja, genau, der gute alte Leitsordner, da hat immerhin die Klausuren, da hat es geklappt, aber so, also es gibt da ja auch Möglichkeiten, will jetzt nicht wieder 4K und dieses ganze Bemühen und so, ne? Aber es gehört ja irgendwie dann auch zusammen, das Zusammenarbeiten, und irgendwie, hast du es ja auch schon, glaube ich, gesagt, haben wir es ja aber auch nicht gelernt. Wir waren in der Uni irgendwie Einzelkämpfer, im Referendariat dann auch wieder, und ich fand das immer in meiner Zeit im Seminar auch wirklich so auch wieder schizophren. Ich dachte, die schreiben jetzt alle so einen Unterrichtsentwurf, ne, und machen eine Analyse zu dem und dem Inhalt. Und ich dachte immer, das haben doch schon, diese Analyse gibt es doch schon 80.000 Mal in Deutschland. Ne? Also ich verstehe die Argumentation, jetzt würden wieder Leute kommen, ja, man muss das selber durchdringen, ja, alles fein. Aber es gibt doch bestimmte Stellschrauben, wo man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss. So, wo natürlich muss man sich mit einem Gegenstand auseinandersetzen, wenn man den richtig verstehen will. Das erleben wir ja oft, ne? Oberflächliches Wissen, und dann wird nur über irgendwas erzählt und keiner weiß mehr Bescheid. Aber es werden auch so viele Sachen immer doppelt, dreifach und tausendfach gemacht. Ich habe immer so davon, wenn es so eine Börse gäbe, wo das alles schon liegt, dann hätte man doch wieder so eine Vereinfachung gehabt und würde dann gleich dieses Weak IQ, ne, was dem IQ überlegen ist, irgendwie mit einbinden, aber auch da, ja, war ich nicht immer mit offenen Armen so empfangen worden, sag ich mal. Glaube ich dir. Also, weißt du, was ich geglaubt hatte? Ich hatte geglaubt, dass das KI, vielleicht war es naiv, dass dieser KI-Boost vor 2 Jahren, Boost im Sinne von Schock, von Freude, Euphorie, dass der aber wieder dafür sorgt, dass die Menschen so ein bisschen in diesen Notbetrieb zurückfallen, weißt du, shit, wir sind überfordert, wir müssen, so wie bei Corona. Ich glaube, die Corona-Phase, dieser Notbetrieb, das hat dafür gesorgt, dass die Loyalität, dass dieses Zusammen, dass dieses Netzwerken, dass dieses Miteinander, das war plötzlich da. Ey, überleg mal, was da bei Social Media passiert ist, wie geil das war. Mhm. Ja. Das war ja, da ging einem ja das Herz auf jeden Tag, wenn man gesehen hat, dass irgendjemand da reinkam, die eine Frage hatte, und die wurde quasi zugemüllt mit Antworten. Das ist geil, ne? Also, so geil. Und dass dieser Notbetrieb der Kit war, der diese Veränderung quasi beflügelt, das finde ich gerade so ein bisschen, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Also, und dann kam KI und da habe ich gedacht, aha, vielleicht geht es jetzt so weiter und wir ziehen wieder an dem gleichen Strang, machen wieder zusammen. Woran liegt das? Und das ist jetzt eigentlich eine Frage, die ich mir selber stelle ganz oft. Vielleicht kannst du mir da helfen, mir Gedanken geben. Woran liegt das, dass es nicht so war? Wir sind in einer Notlage schulisch. Ja, ist so, aber natürlich jetzt nicht nur wegen KI, ne, sondern auch andere Rahmenbedingungen. Also wo könnten wir jetzt mit Schultoiletten, Schulgebäuden anfangen, mit personeller Unterversorgung? Und jetzt habe ich ein schönes Bild bei LinkedIn gesehen, Schulessen.
Diese Kartoffel, hast du auch gesehen. Unten abgeschnitten, damit sie nicht runterrollt und kleiner ist. Ja, und so ein kleiner Klecks Quark und dann irgendwie 5 Euro für einen Teenie, ne? Weißt ja selber, was man da futtert, ne? Oder ich erlebe es ja hier zu Hause. Ich hoffe, dass das einer gefaked hat und dass das nicht stimmt. Weil ich fürchte nicht, aber okay, also damit will ich sagen, die Baustellen sind ja groß und wir haben irgendwie Notbetrieb, aber vielleicht ist es tatsächlich auch in der Not, ne? Ist ja dann eher so, weiß ich nicht, versucht man dann irgendwie noch kleiner zu denken oder wenigstens den kleinen Raum irgendwie gut. Also ich bin ja da ja genauso naiv. Also ich habe ja damals dann auch gleich gesagt, ich muss was für die Anfänger bieten, damit die gleich niedrigschwellig mit ChatGPT anfangen können. Ne? Und habe dann ja so ein Nacht- und Nebel-Aktion, so ein Online-Kurs, kleiner Werbeblock für Study Point Teacher gebastelt. Werbeblock deshalb, den Kurs gibt es immer noch und der kostet auch immer noch nichts. Ja, und den kann man einfach mit seinem Kollegium teilen. Wahrscheinlich schon. Ich müsste den eigentlich mal wieder überarbeiten und war auch so naiv und hatte so, wenn ich das jetzt meinem Kollegium, ich mache das ja in erster Linie auch immer für mein Kollegium, ne? Mhm. Und dann natürlich denke ich, müssen ja auch andere von profitieren. Das ist so niedrigschwellig und so einfache Zugänge und da habe ich gedacht, die müssten ja alle darüber herfallen jetzt, ne? Weil, oh wow, da ist jetzt ja KI. Ja gut, ich brauche den Satz, glaube ich, nicht weiterführen, ne? Und das denke, da müssen ja jetzt Leute drauf zugreifen ohne Ende und irgendwie, nö, also Schule ist ja auch enorm resistent. Das muss man ja auch so sagen, ne? Also das kann ja vielleicht auch ein Vorteil sein in stürmischen Zeiten, könnten wir jetzt sagen. Also alles bewegt sich, alles dreht sich, Kinder sind lost, wissen nicht mehr, wer sie sind und wo sie sich zugehörig fühlen. Wenigstens die Schule bleibt irgendwie so stehen, ja, die letzten 100 Jahre mehr oder weniger. Gut, heute schlagen wir keine Kinder mehr, vielleicht wie früher die Lehrer, aber irgendwie alles andere ist so, irgendwie das Mobiliar ist auch 60 Jahre alt. Irgendwie ist es dann auch so ein, im positiven Sinne ist es irgendwie ein Anker. Auf der anderen Seite hat die Schule dann ja immer weniger mit dieser echten Welt zu tun. Wir haben so ein, als wir unser Schulkonzept verändert haben, haben wir ja Anfang 2020 so ein Video gedreht mit, weiß nicht, ob du das kennst, wo ich so Schüler interviewt habe, das gibt es auch auf unserer Homepage, da stellen die unser Konzept vor und dieses Video geht 9 Minuten und in meinem Vortrag mache ich immer nur so einen kleinen, da sage ich immer, jetzt gucken wir uns das Video an, ne? Dann gucken sie immer alle, sage ich, nein, keine Angst, gucken wir jetzt nicht 9 Minuten. Ich zeige meine Lieblingsstelle und da sagt der Luis aus Klasse 5, sagt dann so, ja, also wir machen das jetzt bei uns irgendwie so, nicht wörtlich, ne? Aber wir machen das jetzt bei uns irgendwie alles so ein bisschen anders und müssen jetzt selbstständig arbeiten, weil später in der echten Welt, Punkt, 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 ne? Ja, genau. Und so geht es dann immer allen, wenn ich das vorspule, weil ich selbst, wenn ich das 100 Mal schon geguckt habe, immer wieder stolper ich darüber, dass die Kids quasi die Schule irgendwie als nicht echt und als, da geht man morgens durch so ein Tor und dann ist man in so einer ganz anderen Welt, ne? Und dann atmet man um 15 Uhr wieder, jetzt komme ich wieder in die echte Welt und alles tickt anders. Und das kann und darf doch irgendwie nicht sein, aber eigentlich bin ich dir die Antwort schuldig, warum das jetzt bei KI nicht so war. Ja, also ich glaube, viele haben es am Anfang auch gar nicht so mitgekriegt. Ich habe dann so Umfragen gemacht, ein halbes Jahr später, bei so Schilfs, einfach so wie mit Mentimeter, ne? Ja, auch so eine Tool übrigens, was so, wo jeder was mit Mentimeter gemacht hat. Und dann gab es dann auch welche, die haben dann so ein halbes Jahr nach ChatGPT angegeben, 50%, ja, da haben wir mal von gehört, aber befasst habe ich mich da noch nicht mit. Und ich bin ja auch mal so ein bisschen gemein, ich ermutige dann ja auch meine eigenen Kinder und auch Schülerinnen und Schüler, ne, wenn die dann meine Kinder hier zu Hause sitzen, dann die und die Aufgaben sagen, hä, wieso macht das doch mit ChatGPT oder gibt es irgendwie bei Copilot ein? Das heißt, Papa, das dürfen wir doch nicht, ne? Also die sind dann ja auch schon so. Meine beiden Töchter genauso. Ja. Ich habe hier einen ChatGPT-Account, habe ich hier gekauft, ne? Die hat das Wochen nicht angerührt, weil die dachte, wenn sie da reingeht, dann ist sie doomed. Mhm. Ja, du weißt doch, dass du das Verständnis eh brauchst. Das weißt du doch, aber arbeitserleichternd und irgendwelche schnodderigen Aufgaben im Geschichtsbuch, ich bin Geschichtslehrer, und diese Klasse, diese Aufgaben, die teilweise 3-4 Stunden, ja, wo die Kinder sitzen und einen Murks machen müssen. Ich sage, Emma, weißt du was, ey, lass uns was Gutes lernen, ja, lass uns das Verständnis aufbauen für die Geschichte und die Aufgabe, die ziehst du da durch ChatGPT. Aber das hat bei ihr Monate gedauert, bis sie sich getraut hat. Also das ist tatsächlich hier auch so. Und da siehst du, also dieses Gefühl von oh, jetzt mogelig, ne? Aber das ist ja gesellschaftlich letztlich auch nicht beantwortet, ne? Wie ist das? Darf ich einen Text für eine Zeitschrift oder für ein Buch verfassen? Darf ich das dann benutzen oder nicht? Dürfen Universitäten das zulassen oder nicht? Ich war jetzt bei einer Fortbildung an einer autonomen Hochschule in Belgien, was für mich auch mal spannend war, so, ne, auch mal Deutschland zu verlassen dann. Und da war ich so der Eröffnungsvortrag, im Grunde ein Aufklärungsvortrag, was ist KI, ne, das, was wird ChatGPT als Wortwürfelmaschine, die letztlich nur so statistisch wahrscheinliche Wörter hintereinander würfelt, sage ich dann immer, ne. Und dann war ein zweites großes Thema, war dann auch angesetzt noch Plagiaterkennung von KI. Also diese Hochschule will jetzt für mehrere tausend Euro
Plagiatssoftware letztlich kaufen. Und ich sage dann immer, weil mir das selber bei Vorträgen, du schlägst die Hände über den Kopf, die Zuhörenden können es ja nicht sehen, genau, weil ich selber bei einem Vortrag dabei war, bei einer Veranstaltung auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo Menschen, die viel tiefer noch in KI forschen als ich bin ja letztlich Learning by Doing, ne, so Autodidakt, und die sagen, Leute, vergesst das. Vergesst diese Idee von OpenAI, hat ja selber, glaube ich, 1 Milliarde reingesteckt in so eine eigene Plagiatssoftware, die das dann erkennen soll. Das Programm haben sie mehr oder weniger so heimlich wieder eingestellt, weil du das vergessen kannst. Ne? Das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen, du kennst das jetzt, kommen die alten Herren wieder noch, die Jagd nach den Rauchern auf dem Schulpausenhof. Die kennst du noch, Andreas. Ne? Ja. Und was ist denn dann passiert? So, dann bin ich in die Ecke, jetzt haben wir sie alle hops genommen. Ne? So, und wo waren die dann einen Tag später? An einer anderen Ecke. So, und ja, und dieses Spiel spinnst du dann quasi weiter, und so ist es doch jetzt auch. Dann habe ich die Plagiatsoftware, die erkennt das, und dann entwickelt die nächste KI, und da brauche ich wieder eine neue Plagiats, und die Raucherecke zieht irgendwie weiter, und die, also das Ding ist irgendwie lost. Das heißt, wir müssen jetzt ja dahin gehen, um in deinem Bild zu bleiben und sagen, okay, wenn diese Aufgaben in Geschichte doch letztlich nur Beschäftigungstherapie sind und eigentlich nichts bringen, außer irgendwie, dass ich sagen kann, die waren jetzt aber sehr fleißig, so, dann muss das doch raus. Dann bin ich bei diesen 50% können weg. Ne? Also irgendwie draußen geht die Welt unter, Klimakrise und was alles ist, und der Vetter steht im Klassenraum und sagt 6 Klässlern, wie sie gleichnamige Brüche addieren. Das ist doch genauso, wo ich dann wieder denke, Leute, wo ich mir dann selber, was ist das, was mache ich hier? Ne? Und wenn wir uns denn wenigstens als Deutschland auf unser Bildungssystem, jetzt rede ich mich in Rage, was einbilden könnten, ne? Wenn wir sagen könnten, aber guck mal, wir gewinnen, unser Bildungssystem ist so toll, ne? Wir gewinnen jede Studie und überall sind wir toll und Abschlüsse so und so. Das ist ja aber gar nicht so. Also wir bilden uns manchmal irgendwie auf was ein, was wir Tolles leisten, auch die letzten Jahrzehnte, aber das ist ja nachgewiesenermaßen gar nicht so. So. Und dann bist du halt ganz schnell, was wird uns seit 20 Jahren attestiert? Kaum ein Schulsystem ist so ungerecht, oder eine Schule ist so ungerecht wie das System in Deutschland. Du kommst aus einer sozialen Schicht und hast kaum eine Chance, das per Schule oder Abschluss zu verlassen. Und jetzt wird das doch bei KI quasi beschleunigt. So, ja. Die Staaten profitieren unheimlich davon. Die Eltern, die sich das vielleicht auch leisten können, wie ein Andreas Hofmann, der kauft seinen Kindern da irgendwie die Pro-Version oder so. Verschafft. Die haben Kredit aufgenommen. Ja. So. Und andere machen das aber nicht oder können es nicht oder haben gar keine Möglichkeiten, sowas zu machen. Und die Schere wird doch noch wieder größer und die Bildungsungerechtigkeit steigt noch weiter, auch oder gerade wegen KI. Also ja, jetzt Schluss mit Rage. Es wird, ich finde, du hast gerade das Raucherzimmer, für mich ist das so ein bisschen als Geschichtslehrer der Kalte Krieg, weißt du, so ein Wettrüsten aus, weißt du, da wird was erfunden mit KI und dann wird was dagegen gebaut, ja, und dann ist das eingebrochen, dann kommt was Neues, verrückte Entwicklung, ne? Und da frage ich mich wirklich manchmal, wie würde ich da als nicht so affiner Lehrer, nicht so affine Lehrerin, das würde mich auch komplett stressen und überfordern. Also was ich gerade merke, und da würde ich gerne mit dir zum letzten Thema, wir hatten damals Konflikte, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dir geht es auch, und das tut es mir genauso, ich sage nur, wie es ist, dir geht es auch ein bisschen um Selbstmarketing, um dich verkaufen, um deine Stellung im Twitter-Lehrerzimmer zu behaupten. Ich habe es mit Rumpöbeln gemacht, ja, du hast es mit, was auch immer. Jeder hatte so seine Rolle und jeder hat irgendwie ein Bild ja von einem gehabt. Und Bildungsinfluencertum ist, glaube ich, ein Riesending mittlerweile bei uns geworden. Mhm. Gerade durch die Zerklüftung, glaube ich, der Plattform und durch die Zerfaserung der Kanäle. Ich sehe gerade ein ganz großes Problem, und das hat Philipp Wampfler neulich auch bei Twitter, einer der führenden Redelsführer sozusagen der einen Allianz, hat neulich was Spannendes gesagt und hat dann auch namentlich Influencer und Influencerinnen, die eine Dame, das ist Silke, die war meine Chefin, kritisiert dafür. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Stimmt das nicht? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmen von ganz wenigen momentan als Strohhalm für ganz viele herhalten. Weißt du, dass wenn du eine Stimme hast in der Öffentlichkeit und du propagierst etwas, dass es für ganz viele quasi unreflektiert der Strohhalm ist, an dem sich langziehen. Und das macht mir Sorge. Ich rede nicht über die Menschen dahinter, ja,
Silke zum Beispiel geht sehr monothematisch gerade ran. Das finde ich super, weil ich finde, ein Influencer, der ein Thema deckt, weißt du, du hast dich voll auf deine Themen gesetzt mit Friday. Das finde ich super. Die braucht es. Der Nölte ist der Prüfungsnölte. So, Silke ist die, wer schützt unsere Kinder, Müller und so. Alles fein, aber ich habe ein bisschen Angst gerade, dass diese Menschen zu viel Gewichtung erhalten. Täuscht mich das? Oder? Ja, ich glaube, ich bin da auch, kann das schwierig beantworten, weil, also erstmal, ich bin kein Influencer und ich bin irgendwie in dieser, also manchmal ist mir diese Welt immer noch ein bisschen fremd. Also wenn, also auch dieses, wie du sagst, so jeder macht so ein bisschen Self-Marketing und natürlich zeige ich auch das, was ich, wo ich sage, da habe ich Expertise, da habe ich Erfahrung, da kenne ich mich aus, aber eigentlich kann ich das gar nicht so richtig gut. Also ich glaube, diese Videos und Sharepics und was andere da so erstellen, da fehlt mir da irgendwie auch, fehlen mir manchmal, glaube ich, auch die Ideen, wie man das irgendwie gut macht im Sinne des Verkaufens, so sich selbst verkaufen, würde ich jetzt mal von mir sagen. Weiß nicht, wie das andere von mir wahrnehmen. So. Aber also erstmal finde ich es ja positiv, dass das Thema muss ja auf die Agenda. Und von welcher Seite du jetzt Veränderung von Schule angehst, könnte ich jetzt erstmal sagen, ist mir fast schon scheißegal. Ja, weil es dann wenigstens auf der Agenda steht. Und Leute, die sich dann dafür einsetzen, dass diese Themen eben außerhalb der Öffentlichkeit platziert, also außer dieser Bildungsbubble platziert werden, ob das Herr Silke Müller ist, ob das ein Bob Blume ist, die Leute, die das quasi dann irgendwie versuchen, in die Breite zu steuern, denke ich immer, toll, jetzt redet man da endlich drüber. Die Frage, nur immer, was ist ja die Frage, was kommt dann am Ende dabei raus? Dann wird darüber geredet und dann gibt es eine Sendung bei Lanz und ja, was ist dann am Ende der Effekt? Da gibt ja immer diesen Spruch, ne, eigentlich haben wir ja kein Erkenntnisproblem. Wir wissen ja viele, worum es geht. Wir haben immer nur ein Umsetzungsproblem. Ne? Und das wird natürlich immer nur, dass man es in Talkshow, aber es ist ja in der Politik genauso. Und ja, und wenn man jetzt, ich glaube, wenn jetzt wieder so, da ich habe diese Diskussion, habe auch Beiträge dazu gelesen und wird dann so geguckt, was ist jetzt ein Bildungsaktivist, was ist ein Bildungsinfluencer? Da denke ich immer, oh, sind wir da jetzt nicht irgendwie wieder in so einem Kleinkrieg, die keine Sau da draußen interessiert? Oder wo Lehrerinnen und Lehrer dann auch sagen, eher im Gegenteil, sagen, auch davon fühle ich mich abgeschreckt. Wenn da jetzt Leute wieder so um solche Details, um so eine Begrifflichkeit dann irgendwie Schieberegler entwickeln und dann gucken, wo schlägt das jetzt in welches Pendel aus? Oh nee, ich habe dann manchmal eher die Sorge, dass wir die Leute dann, die wir eigentlich erreichen wollen, also diese Nächsten, die sich zumindest schon mal in der digitalen Welt aufhalten, ob wir die dann nicht wieder eher verlieren, wenn wir da jetzt so ein künstliches Fass erzeugen, um so, also reich, klar, es geht am Ende, es geht in dem Game um Reichweite und wer diese Reichweiten hat, der kann sich vielleicht auch anderer Themen annehmen, aber ja, ob das, ja, was das jetzt am Ende für einen Effekt hat, was dabei am Ende rauskommt, tja. Ja, ich finde ganz einfach. Oder vielleicht musst du selber, oder was stört dich sozusagen selbst? Ich habe ein bisschen Sorge, dass eben wenige Leute eine Meinung so verteilen können, dass ganz, ganz viele diese Meinung annehmen. Aber der ganze Reflexionspart, der fehlt ja manchmal. Also aber nehme ich mal Silke, also ich mit Silke, ich arbeite mit ihr zusammen, wir machen Projekte zusammen. Ja, wir hatten unsere Konflikte früher und so, alles super. Ich schätze sie sehr. Aber zum Beispiel dieses Handyverbot-Ding, das ist so gar nicht meins. So, das ist jetzt aber gerade Wasser auf die Mühlen für viele, die hören, die Frau Müller hat jetzt eine Stimme, die Frau Müller ist in der Öffentlichkeit, Frau Müller sagt gute Sachen, da gibt es gar nichts, aber bei ganz vielen kommt nicht raus, dass die Kinder an der Waldschule hatten, beispielsweise Tablets haben und Silke dafür propagiert, dass in den Pausen einfach mehr miteinander gemacht wird. Es bleibt bei Leuten Handyverbot an der Waldschule, siehste? Selbst die Müller, die stellt das Handy ein. Ja. So, und da kann auch Silke gar nichts für, ja, oder wer auch immer. Aber es wird sich da so rausgezogen. Ja, damals war es der Prof noch, der alles so schlimm fand. Also hier, Menschen, habe ich doch gerade Spitzer. Ja, so, genau. Weißt du, der saß auf jeder Bühne oder anderes Thema, Dänemark rudert zurück. Ja. Ja klar, kannst du sagen, Dänemark rudert zurück oder du kannst reflektiert da mal drauf gucken, was passiert und du kriegst ein ganz anderes Bild. Und das sehe ich gerade als Gefahr. Ja, oder nehmen wir Bob mit der viele Themen abdeckt, in meinen Augen zu viele, scheißegal. Er hat seine Rolle und er hat seine Berechtigung und er macht viele gute Sachen, völlig wertfrei.
Aber man pickt sich oder die Leute picken sich aus den Aussagen dieser zwei, drei Leute, die da auf jeder Bühne tanzen, immer nur so selektiv etwas raus. Und das macht mir gerade echt Sorgen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt ja kein bildungsspezifisches Influencer-Problem, sondern das hast du ja irgendwie in dass Menschen halt Stimmen bekommen aufgrund von großer Reichweite und das dann immer, ich nenne das immer, das ist ja immer die Simplifizierung dann von Social Media. Du musst es ja irgendwie kurz auf den Punkt bringen. Und ich glaube, das Problem haben wir in allen Bereichen, dass dann eine kurze Botschaft rausgenommen wird. Das hast du da immer, wo auch Lobbyarbeit stattfindet. Jetzt so das Stichwort E-Mobilität, ne, und all diese Dinge, die dann kommen und dann in den Köpfen sich bestimmte Bilder festsetzen. Das ist doch, dass die alle viel zu wenig Reichweiten haben. Dabei ist irgendwie statistisch nachgewiesen, das weiß ich nicht, dass irgendwie 70% der Fahrten sind unter 20 Kilometer und die Leute wollen alle 1000 Kilometer fahren, so weil sie dann einmal alle zwei Jahre an Gardasee fahren oder so. Aber man pickt sich das ja immer raus. Bei Dänemark, siehste, ich habe es euch gesagt, funktioniert alles nicht, die schaffen das jetzt alle ab. Dass Dänemark quasi 500 Stufen über uns stand und jetzt auf Stufe 110 zurückfällt und wir irgendwie noch bei 50 sind, das reflektiert ja keiner. Oder genau das, was du über Silke gesagt hast, kannst du 1:1 bei uns übertragen. Es gibt bei uns keine Handys an der Schule und auch in der Pause werden keine Handys benutzt, weil wir sowieso schon so viel Bildschirmzeit haben. Wir haben eine 1:1 Tablet-Ausstattung. Mir sitzen die, wenn die so ein Ganzer sind, teilweise sogar da schon zu viel. Glaube ich, also hättest du mir vor Jahren auch nicht sagen können, dass ich das mal sage, ne? Wo immer alle, bei mir hieß ich immer Tablet-Guru, ne? Dass der dann irgendwann sagt, Leute, wir müssen halt auch schauen. Kollege, das war ich. Ja, du warst es für Deutschland, ich war es an meiner Schule. Okay. Und dass man dann, dass es dahin dann auch wieder zurückgeht, aber so reflektiert kriegst du das so transportiert in Social Media. Also das ist ja, glaube ich, jetzt nicht ein Problem von Influencertum oder ob man jetzt Aktivist ist, sondern immer diese Simplifizierung. Es wird aus Überschriften, wenn ich so einen Titel wähle zwischen KI und Kreidestaub und so, dann geht es ja letztlich auch irgendwie um dieses Catchy. Und natürlich ist Schule viel mehr als entweder hat man Kreidestaub oder hat man KI, ist doch klar. Aber ich nutze doch irgendwie dieses Bild, ne, was ja auch ein bisschen neugierig, vielleicht auch provozieren soll. Und andere Leute machen dann wieder was anderes draus und Silke wird das ja genauso, denke ich mal, auch so darstellen. Ich war ja bei der Moller bei dem Vortrag auch und du hast recht, sie hat sich auf dieses Thema festgebissen, klingt jetzt so negativ, aber sie hat jetzt dieses Thema für sich eben besetzt und damit wird sie auch immer verbunden, wobei ich jetzt gerade gesehen habe, es ist jetzt ein neues Buch erschienen, wo das Cover irgendwie genauso aussieht. Wie heißt der Wolf denn? Nee, wie heißt der Autor? Ich kannte den auch nicht, ich weiß nicht, wo der herkommt. Aber da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Also da siehst du mal, das Thema ist auch ein Riesenthema und tatsächlich ist es bei vielen, also hab echt diese Woche eine WhatsApp gekriegt von einem langjährigen Kumpel von mir. Wir treffen uns auch heute Abend mit einer Jungs-Clique und gehen lecker zum Spanier. Morgen ist ja frei. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern der hat mir auch geschrieben, Mensch, hier Jan, ich habe doch jetzt gesehen, du bist doch da auch viel unterwegs. Hatte, glaube ich, jetzt auch den Podcast von mir da irgendwie gehört und meinte, Mensch, hier bei uns in der Elternschaft, in der Schule, da gibt es auch so viel Unsicherheiten. Was kann man denn da machen? Welches Buch kannst du empfehlen? Wen kann man einladen und so, ne? Also du siehst ja, es wird ja händeringend auch gesucht und es ist dann mit einem Buch natürlich auch nicht getan oder mit einer Tagung oder wie auch immer. Aber es ist natürlich klar, das Thema ist natürlich auch catchy, weil es auch so viele betrifft. Ja, also ich glaube, diese Simplifizierung, diese Vereinfachung, die wirst du immer haben, weil für alles andere musst du ausholen und letztlich ist es ja so ein Gedanken generell von Populismus, das, was jetzt mit der Amerika-Wahl und so alles passiert, das basiert ja alles auf Vereinfachung, ne? They're eating the cats, they're eating the dogs, ja. Also, da gibt es die wunderschönsten Memes. Ja. Okay, finde ich gut, also ich mag deine Einstellung, wir sind beide echt erwachsen geworden, merkst du das? Ja, ist gut. Ist das gut oder schlecht? Man weiß es nicht. Irgendwie ist es auch ein bisschen geil. Es ist, ja. Also ich angel wieder und finde meine Ruhe. Ja, vor 5 Jahren hätte man gesagt, ich bin ADHS-Kind und ich finde gar keine Ruhe. Deswegen, ich finde das wichtig. Und ich habe auch mittlerweile gemerkt, man muss nicht jeden lieb haben. Man kann trotzdem irgendwie anerkennen, dass sie einen guten Output haben. Ja. Ja, selbst wenn man es nicht geil findet, was sie sagen. Und ja, ich finde das auch und ich sehe das einfach bei Silke, weil ich ja genau weiß, die Schule, das Witzige ist, ich bin ja wieder 200 Meter von meiner alten Schule, ich habe hier ein Haus gekauft, das ist die Walsche, ich höre die Kinder auf dem Schulhof, ja, schräger. Das heißt, wenn du dann irgendwann tatsächlich alles hinschmeißt, dann machst du da Hausmeister? Ja, handwerklich bin ich leider eine Vollniete, müsstest du ja irgendwas anderes für mich finden, aber... ich weiß ja, wie die Schule tickt und weißt Netzwerkadministrator. Hau ab, kann ich auch nicht. Ich bin nicht so multibegabt, glaube ich. Und genau wie an deiner Schule ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und vieles ist natürlich auch Marketing. Man geht nicht irgendwo hin und verkauft eine Idee und sagt,
boah, eigentlich klappt sie bei uns gar nicht so richtig geil, ja, sondern sie ist im Aufbau und viele Dinge passieren. Das passiert hier natürlich auch. Das, was mir bloß Sorgen macht, ist eben, wir haben diesen Austausch für viele Menschen nicht mehr, um mit denen darüber zu reden, wie wir es mal hatten. Mhm. Und jetzt gehen die an, die Müller will ein Handyverbot, die Müller sitzt bei Lanz, machen wir auch. Ist die Müller aber was ganz, also Silke, wenn du das hörst, du weißt, was ich meine, was Silke aber gesagt hat, ist etwas ganz anderes. Ja. Das macht mir gerade so ein bisschen Grummel im Bauch. Das ist halt so Cherry-Picking, ne? Und dann auch vielleicht, um das halt alles wieder zu bewahren. Genau, man nimmt sich das raus, was für ein Handy kommt, was für einen passt, ja, um so die Ängste irgendwie wieder ein bisschen abzumachen. Das ist schon ein verrücktes Spiel. Und das ist ja dieser Dänemark-Effekt ja genauso, ne? Also ich muss ja mittlerweile, ich gucke jetzt die letzten 2 Jahre, in denen ich so an den verschiedensten Schulformen, an allen Schulformen eigentlich und ja auch teilweise im deutschsprachigen Umland irgendwie unterwegs war, kannst du ja seit Dänemark die Uhr danach stellen, irgendwann nach so einem Workshop, nach so einem Vortrag, dann kommt das immer, ne? Also da kannst du ja, dann geht mir dann ja wahrscheinlich mittlerweile nach außen schon das Lächeln im Gesicht, weil man hatte ja auch jetzt die Antworten schon so ein bisschen zurechtgelegt oder weiß, was man darauf sagt. Und aber das sind halt eben genau jetzt habe ich für meine Argumentation endlich wieder auch eine Unterstützung gewonnen. Und wenn man jetzt wieder was Positives, was ich dann ja versuche, daraus zu gewinnen, ist ja okay, wir bleiben halt weiter im Diskurs, wir können das nicht alles unkritisch, wir können jetzt nicht sagen, wir schütten, das weißt du doch auch, wir schütten jetzt Tablets über den Schulen ab und dann wird alles toll und jetzt könnten wir sagen, jetzt kriegen alle Zugang für KI und so und dann nehmen wir das alles unreflektiert auf. Nee, funktioniert natürlich auch nicht. Also, ne? Aber das ist ja manchmal dann auch schon verrückt, wir haben ja so gar nicht so viel über Lernformate oder sowas gesprochen, nur du hast ja kurz angeteasert, auch mit dem Friday und natürlich bei uns an so einer Schule, an der ich arbeite, ich habe es ja kurz... Ganz kurz, damit ich nämlich so den Bogen spannen kann. Ich würde dich gerne ganz zum Schluss wirklich noch ein Herzensding vorstellen lassen. Ja. Weil ich glaube ja daran, auch nach 15 Jahren Motivationssuche, was manchmal gelingt und manchmal nicht gelingt, wenn man was verändern will, das gehört dazu. Ich liebe das, ich liebe meinen Schritt in die Wirtschaft, ich liebe das, alle Schritte waren okay, waren gut, kann ich tragen. So, jetzt für mich aber, es gibt so viele geile Sachen da draußen, so viele tolle Menschen, so viele tolle Initiativen, so viel gute Unterstützung. Und was ich jetzt von dir noch einmal jetzt zum Hören will, hören möchte, weil ich weiß, du hast mehrere Projekte, die dir wirklich am Herzen liegen seit vielen Jahren. Stell uns nochmal 1, 2, 3 Minuten vor und mach mal so einen Elevator-Pitch, mein Freund. Oha, ja, ich habe ja zwischendurch schon ein bisschen angeteasert hier unseren Theo, ne? Das ist natürlich ein Riesenprojekt, was wir haben mit dem themenorientierten Lernen. Das heißt, wir haben in unserem Stundenplan gar nicht mehr die Fächer so, die da drin stehen, von Montag bis Donnerstag. Da steht ganz viel Theo drin. Aber ich würde trotzdem auch das nächste Buch, was hier liegt, Friday, ja, du musst jetzt ja spiegelverkehrt, ne? Friday von Margit Rasfeld ist natürlich das Friday-Projekt, weil wir es auch einfach schon ein paar Jahre bei uns haben. Ich glaube, wir haben 2018 angefangen mit dem Forscherfreitag, da war ich da gar nicht noch gar nicht so involviert jetzt. Und dann hatten wir den Friday und das finde ich einfach, wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu Digitalität, KI und alles, was wir hier so besprochen haben, bist du ja letztlich bei der Fragestellung, ja, was sind denn jetzt dann Lernformate, die vielleicht bei sowas auch resistent sind und auf das, was da noch kommt, ja. Und so ein Format wie der Friday, der sich endlich an den Fragen der Schülerinnen und Schüler orientiert und deren Projektideen, das ist doch etwas, das überdauert auch KI, das überdauert Tools. Und natürlich kannst du für den Tag, wenn du da was präsentieren sollst, kannst du dir dann von mir aus KI helfen lassen. Aber zu überlegen, Mensch, wir wollen eine Bienenwiese bei uns im Schulgarten oder wir wollen uns engagieren in der Stadt, dass irgendwie Solarpaneele auf unser Dach kommen oder wir wollen irgendwie die Tafel in Garbsen unterstützen für die ganzen Menschen, die irgendwie kein Essen und keine Nahrung haben. Das sind doch Projekte, da hilft mir doch ChatGPT wenig, so, sondern da geht es um Handlung, da geht es um etwas selber zu gestalten, ne? So Gestaltungskompetenz heißt das ja immer aufbauen und das ist einfach für mich immer so faszinierend. Dieser Tag ist übrigens sau anstrengend, ne? An die zuhören, also dann so denkt man, ne? Komplett. Vor allen Dingen dann eben natürlich auch in der Schule wie bei uns, da hast du dann ja auch Gruppen, ne? Die zerstreiten sich und dann fliegen da die Fetzen und dann Zickenkrieg und dann bist du nach 4 Wochen froh, wenn diese Gruppe sich auflöst und ist irgendwie ein Poster oder so entstanden, ja. Das gibt's auch, aber dann gibt's halt diese Sahnegruppen. Ich erzähle dann auch gerne immer an meinen Veranstaltungen von der Mädchengruppe, die ich 2 Jahre lang begleiten durfte. Die haben was gemacht die wollten was zu schminken, ne? War so ihr Thema, Klasse 6, 7, 8. Und wir wollen was zu nachhaltigen Pflegeprodukten. Also kann man sowas irgendwie nachhaltig kaufen und kann man das auch selber erstellen? Und haben dann mit einem Startup in Hannover Kontakt aufgenommen, haben
Und dann sage ich den Leuten immer, ich lade dann immer ein, geht doch mal die Fächer durch, weil dann kommt ja immer, am Freitag fällt so viel Unterricht aus. Ne? 4 Stunden muss ich ja hergeben. Ne? Und dann sage ich immer, überleg mal, was da alles mit drinsteckt. Ne? Also von Mobilitätstraining, so heißt das in Niedersachsen, ne? Wie komme ich von A nach B, bis zu Seife produzieren, dann Chemie, Biologie, dann sind sie natürlich irgendwann auf den Trichter gekommen, Kapitalismus, Mensch, die Seife könnten wir doch verkaufen. Ne? Dann springt der Wirtschaft- und Mathelehrer springt an und dann brauchen wir ja eine Verpackung. Jetzt wollen wir unser eigenes Logo, dann freuen sich Kunst- und Mediendesignlehrer. Und all das steckt in so einem kleinen Projekt drin. Und dann, wo wir über Komfortzone und Bewahrung und so gesprochen haben, und ich sage dann immer, Leute, wenn du das an deinem Gymnasium, also ich will kein Schulform-Bashing machen, ne? Obwohl mir das ja so manchmal, hört man das ja raus. Aber ich dann sage, Leute, wenn ihr das an eurem Gymnasium macht, mit euren Kids, die würden am Friday durch die Decke gehen. Ihr würdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Was die, weil die oft diese, die können sich eigen, also auch nicht alle, ne? Ich mache das so über einen Kamm. Die können sich selbstständig organisieren und die können, ja, können vielleicht andere Konflikte aushalten, als das manchmal unsere haben, die dann noch emotional-soziale Defizite haben. So, die können das alles aufbauen und die haben dann auch noch vielleicht Kontakte zu Hause. Der Vater sagt dann, Moment, ich kenne doch jemanden in dem Unternehmen, könnt doch die mal kontaktieren. Vielleicht auch anders, als die Eltern das an meiner Schule manchmal haben. Und ja, würden Sachen rauskommen, aber man muss das eben zulassen. Ne? Man muss irgendwie dann loslassen können. Man muss das aushalten können, dass an einem Freitag die nichts gemacht haben. Und dann beiß ich mir doch auch, das würde dir doch genauso gehen, wenn du noch in der Schule wärst, beißt du dir doch innerlich auf die Faust und denkst, oh, was hätte ich in den 4 Stunden machen können? Nächste Woche schreiben wir Mathe, dann hätten wir heute wiederholen können. Dann hätte ich in Deutsch, hätte ich denen gerne noch ein Feedback gegeben und all das konnte ich jetzt heute nicht. Ich bestätige das gerne, wenn ich kurz reingreifen darf. Meine größten Frustrationen waren immer dann, wenn ich geile Projekte im Kopf hatte, die eigentlich die Kinder selbst gesteuert haben lernen lassen. Ich war quasi immer frustriert, ja, weil es immer nur so ein Projekt war, somit auch alle paar Monate mal, Kinder das gar nicht konnten. Also bei euch ist das Teil der Arbeit und wie das Rennen in den Computerraum früher. Yay, es wird nur Scheiße gebaut. Nächste Woche Freitag wieder, yay. Ja. Wenn du jeden Tag da reingehst, gibt es kein Yay mehr. Ja. Es war sehr frustrierend und sehr mühevoll. Ja. Deswegen kann ich voll nachvollziehen. Ja. Ist auch weiter so. Und das ist natürlich auch immer irgendwie ja auch so ein Stück weit eben dann auch wieder Spiegel von dem, was wir in Schule so machen. Ne? Wenn wir dann in Jahrgang 5 kommen die Kids zu uns und dann haben die natürlich auch schon so eine Karriere hinter sich in der Schule, ne? Stecken auch schon in Schubladen natürlich, kommen dann zu uns an die Oberschule und dann fragen wir die dann so am Freitag, Mensch, was interessiert dich eigentlich? Was hast du so für Fragen? Und dann kommt halt nichts. Ne? Also dann ist so Schulterzucken oder ja, Zocken oder Fußball oder so und dann erstmal überhaupt wieder so eine Fragehaltung entwickeln. Ich sage dann immer, die haben halt schon 4 Jahre in der Grundschule gelernt, wer die Fragen stellt. Ne? Das ist halt der Mensch da vorne, ne? Und der kennt meistens auch die Antwort. Jetzt gibt es vielleicht mit KI jemanden, der kann noch schneller und noch bessere Antworten finden. Das gab es dann da auch noch nicht. Und jetzt erstmal überhaupt eine Fragehaltung zu entwickeln und dann zu überlegen, was, und dann zum Beispiel Thema Fußball ist zum Beispiel ein Projekt von der also es gibt auch gemischte Gruppen bei uns, aber das war so eine Jungsgruppe, die eben Fußball. Und dann haben wir bei uns in der Nähe eine Flüchtlingsunterkunft und die haben sich dann überlegt, wir wollen so Global Goal, keine Armut. Also bei uns ist das immer an die Global Goals und BNE so angerichtet. Und die haben dann gesagt, oder ausgerichtet, und die haben dann gesagt, wir wollen Fußballturnier für die organisieren, für die Kinder, die in dieser Flüchtlingseinrichtung ne, voll geil leben, und haben dann Flyer gemacht und haben dann da einen Gesprächstermin mit der Vorsitzenden vom DRK. Und jetzt springe ich nach vorne, das Projekt hat nicht stattgefunden, ist gescheitert aus vor allen Dingen organisatorischen Gründen, von den Sommerferien passte das nicht und dann haben einige gewechselt. Also es war irgendwie ärgerlich, frustig, aber dieser ganze Planungsprozess war cool und ich will damit sagen, auch wenn man erstmal nur denkt, jetzt wieder nur Fußball, kann man ja auch so einer Idee auch etwas gewinnen oder vielleicht anderen Schulen sammeln dann für ein neues Fußballtor, wenn man sich so manche Schulhöfe anguckt, ist das ja auch mehr als traurig. So, also alles Mögliche kann ja aus so einer Kleinigkeit gewonnen werden, wenn wir selber den Blick dafür weiten und wenn wir nicht nur immer denken, ja, aber zu welchem Fach passt das denn jetzt? Ne? Wenn wir immer denken, okay, wo kann ich das jetzt einordnen? Steht das im Curriculum? Darf ich das oder sowas? Ne? ja, okay, also im Grunde mein Credo, Leute, guckt doch, an welchen Stellschrauben kann man in der Schule was out of the box machen? Es muss nicht immer gleich der fette Friday sein mit der ganzen Schule. Das kann auch sein, dass du als Einzelperson oder mit einer guten Kollegin aus dem Nachbarraum, dass ihr sagt, Mensch, jeden Donnerstag, ne, letzter Block, nachmittags, nach der Mittagspause, da können die sich doch eh nicht mehr konzentrieren. Da geben wir denen 60 Minuten eine Genius Hour oder irgendeine, wo die sich zusammentun und irgendwas finden, worauf die Bock haben, und dann stellen wir das vor und dann entsteht vielleicht irgendwas. Das kann auch was ganz Kleines sein. Es muss nicht gleich die Big Transformation sein und der Schulpreis gewonnen werden, so, sondern es geht irgendwie im Kleinen. Ne? Das Schöne ist, und das finde ich, ist das, was ich bei meinen Vorträgen immer sage,
alle Lösungsansätze, die ich höre und die wirken und die eine Wirksamkeit auch nachhaltig haben, sind pädagogische Ansätze. Ja? Ja. Also alle letztlich unsere Kernaufgabe. Und deswegen, und das wäre auch so mein Abschluss, mein Resümee, wenn ich das ziehen darf aus dem, was du sagst, ich glaube, wenn wir uns darauf berufen, was wir eigentlich ziemlich geil können, nämlich pädagogisch, didaktisch arbeiten, mit den Kindern arbeiten und mal manche Sachen auch einen guten Mann sein lassen. Also einfach mal nicht so wichtig nehmen, alles, was drumherum in der Digitalität und so passiert, und einfach die Pädagogik anpassen. Ich glaube, das wird die einzige Lösung sein. Hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, iPads für alle, Stift und ab dafür und ich mache die Schulung. Das wird's. Das ist natürlich Mumpels. Und das finde ich sehr beruhigend. Und ich glaube, das werden auch ganz viele Schulen nach und nach merken und spüren, dass es eine pädagogische Herausforderung ist. Und da sind die Besten wir und nicht ein Frank Thelen oder irgendwelche ökonomisch geprägten. Ich bin jetzt auch wirtschaftlich geprägt, ganz klar. Aber das ist ein Prozess, den können nur Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich durchdringen. Und diese Digitalitätsaufgabe ist eine pädagogische Herausforderung, finde ich. Ja. Und das macht mir ganz viel Mut, muss ich sagen. Oder im besten Fall sogar im Zusammenspiel, ne? Absolut, ja. Ja. Nee, ja klar, ihr braucht uns sowieso, ne? Ja. Aber ja, ich muss auch Marketingarbeit werden. Jan, das hat mir ganz viel Freude gemacht. Also wirklich war schön, dich mal wiederzusehen. Ja, gebe ich zurück. Du hast jetzt die Herausforderung aus den 5,5 Stunden, die wir hier aufgenommen haben. 1 Stunde 11. Also es sind nur 11 Minuten über dem, was ich mir vorgenommen hatte, aber ich gehe auch immer nicht mit einem sklavischen Muster nach vorne, deswegen egal. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. War schön, dich wiederzusehen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allem auch manchmal Erfolge bei deinen kleinen Schritten in deiner Schule und trag's nach außen und lass uns weitermachen. Jan, hau rein. Ciao.